Wir haben heute gerade in der Gesundheitspolitik die Herausforderung, dass wir sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit aufwenden für die Behandlung von chronischen Krankheiten, seltenen Krankheiten und eben auch Krankheiten wie Krebs. Immer noch ist Krebs mit 24,5% die zweitmeiste Todesursache in Österreich. Unser Schwerpunkt liegt am Gesundheitswesen und hier vor allem auf den Bereichen Onkologie und Hämatologie. Die Onkologie bietet sich deswegen auch für künstliche Intelligenz an, weil es kein anderes Fachgebiet mit einer so hohen Interprofessionalität in der Medizin gibt. Das Wissen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus Studien, ist so groß geworden, dass der einzelne Onkologe das gar nicht mehr alles überblicken kann. Und hier spielt natürlich das Wissensmanagement eine große Rolle, im Gegensatz zu früher, wo doch die Behandlung nicht sogenannt multimodal war, das heißt, die verschiedenen Disziplinen kommen zusammen. Ist das etwas, was heutzutage nur noch geht, wenn man sich miteinander austauscht und der Einzelne in seinem Fachgebiet hochspezialisiert den aktuellen Wissensstand kennt? Die ganzen Daten, die wir erheben, erfassen wir in einer Tumordatenbank, in einem klinischen Krebsregister. Das heißt, es sind auch die Daten zum Therapieverlauf in der Datenbank mit verfasst. Und das geht von Diagnostik über alle Behandlungsphasen bis hin zur Nachsorge, beziehungsweise wenn ein Patient verstirbt, bis hin zum Lebensende. Künstliche Intelligenz soll Ärzte keinesfalls ersetzen. Das ist wie das selbstfahrende Auto, wo letzten Endes der Fahrer auch noch eingreifen kann, soll. Aber uns muss klar sein, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Artificial Intelligence entwickelt, natürlich eine ist, die sehr rasch dazu tendiert, das Steuer oder das Ruder auch selber übernehmen zu können. Künstliche Intelligenz kann aber mehr als Daten analysieren. Künstliche Intelligenz kann auch die Realität beeinflussen. Künstliche Intelligenz soll nicht von Datenbanken lernen, sondern soll in Realtime Daten, die dem System regelmäßig übermittelt werden, lernen. Also die Öffnung von Daten für Forschungszwecke ist, glaube ich, essentiell für den Fortschritt der Wissenschaft. Wer Daten besitzt, hat Macht. Ich kann nur selbstbestimmt leben, wenn ich meine Daten unter Kontrolle habe, im Sinne von, ich weiß, was mit diesen Daten geschieht. Gerade im medizinischen Umfeld und in Kliniken ist der Datenschutz ein Riesenthema. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass KI, da sie ja mit Daten gefüttert wird, nicht so mit Daten gefüttert wird, dass in den Daten selbst Vorurteile drinstecken. Wir haben da eine Technologie entwickelt, wo nichts geschwärzt wird. Die Information ist zu 100% da. Nur der User sieht es nicht, aber die künstliche Intelligenz sieht es. Das heißt, die künstliche Intelligenz kann die Daten in höchster Güte auswerten. Der Gedanke, dass da so ein Computer an einem Sachen entscheidet, ohne mich zu fragen, salopp gesagt, macht dem Patienten Angst. Das heißt, das ist noch eine Dimension, was technisch möglich ist, muss noch immer keine Akzeptanz dann bei den Betroffenen haben. Also die Anwendungen der künstlichen Intelligenz stehen hier noch sehr am Anfang. Es ist ein Bereich, der von einer sehr niedrigen Basis aus derzeit bereits sehr rasch wächst, sodass man hier davon ausgehen kann, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren vermutlich hier diese künstliche Intelligenz als ein wesentlicher Treiber, vielleicht als der wesentliche Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung zur Entfaltung kommen kann. Diese künstliche Intelligenz hat auch die gleichen Eigenschaften oder hat die typischen Eigenschaften zu einer General-Purpose-Technologie, überall einsetzbar, schafft Platz für neue Geschäftsmodelle, wird unser Zusammenleben möglicherweise drastisch verändern auch. KI ist ja, wie richtig gesagt wurde, wirklich so ein Enabler und eine Plattform, die ganz, ganz viel in ganz vielen Bereichen auch leisten kann. Auch noch viele Grenzen hat, die erforscht werden müssen, aber eben wirklich viel Potenzial hat, sodass es da viele Spezialisierungen geben kann und viele spannende Projekte, die, wenn sie richtig aufgestellt sind und wie gesagt die richtigen Fragen stellen,
dann auch wirklich einen echten Beitrag leisten können. So ein KI-System kann Experimente machen, die per Hand Jahrzehnte dauern würden. Ich denke also schon, dass sich die Entwicklung dadurch außerordentlich beschleunigen kann. Und das beginnt in der Medikamentenentwicklung schon jetzt. Was mir am besten gefällt, ist, dass das AFI-Institut KI-Methoden verwendet, die wirklich state of the art sind und sogar die versucht weiterzuentwickeln zum Behufe der Verwendung für die Krebstherapien, aber darüber hinaus sehr genau sich auf neuere Entwicklungen Richtung Privacy der Daten arbeitet. Das heißt, man kann sich sicher sein, dass mit den Methoden der AFI Daten von Patienten also nicht missbräuchlich verwendet werden können.